Ich stehe hier vor dem Hamburger Rathaus, wo uns wie überall in der Stadt Stolpersteine dabei helfen, die Erinnerung an alle Opfer der Nazizeit lebendig zu halten. Wir müssen uns stets bewusst machen, welch schlimmes Leid im Faschismus von diesem Land ausging. Ein menschenverachtendes System, in dem es keine Freiheiten und keine Demokratie gab, in dem das Denken verboten wurde, nur das Ja-Sagen erlaubt war. Ein System, das aber nur funktionieren konnte, weil es von so vielen unterstützt wurde. Wir müssen uns am Tag der Befreiung umso mehr daran erinnern, wenn wir sehen, wie rechtsextreme Meinungen wieder salonfähig werden, wenn wir sehen, dass Menschen, weil sie eine andere politische Meinung haben, verfolgt, gehetzt, sogar getötet werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Dafür stehe ich für die hamburgische Bürgerschaft und dafür stehen viele zivilgesellschaftliche Akteure in unserer Heimatstadt, die ein gemeinsames Ziel haben, gegen das Vergessen zu arbeiten und zu kämpfen, für unsere Demokratie und unsere Freiheit.